Hallo und herzlich willkommen bei Chris's Delicious. Heute dreht und wendet sich alles um den James. Der James ist hier der große Ofenzauberer. Der James, der ersetzt euer ganz normales Backblech und die Außenmaße sind exakt wie bei einem normalen Backblech. 40,5 x 30 cm sind die Außenmaße. Manchmal oder manche Kunden glauben einem das nicht, aber es ist wirklich so. Ich habe jetzt extra auch mal mein Backblech hier. Seht ihr, der passt genau hier von den Maßen drauf. Perfekt. Bei meinem Produkt kann ich nicht leugnen, dass ich es oft benutzt habe, denn ihr seht, der hat eine mega super Patina-Schicht. Mein James ist jetzt auch schon 4 Jahre alt und ich benutze ihn wirklich bei allem, was ich im Backofen mache eigentlich. Man kann auch gut Blechkuchen darin zubereiten, denn der Blechkuchen im James, der schmeckt im Vergleich zum Backblech mit Backrahmen ein bisschen saftiger. Wenn man das im Backrahmen backt, hat man oft mehr Kruste und der Teig wird dadurch auch ein bisschen trockener. Und im James habt ihr von außen gar nicht so eine starke Kruste, aber dafür ist der von innen richtig schön weich. Ich benutze den James zum Beispiel auch für Flammkuchen und Pizza. Und dadurch, dass der hier oben auch diesen Rand von allen Seiten hat, muss ich keine Angst haben, dass irgendwas vom Rand ausläuft und den Backofen versaut. Genauso bereite ich darin auch super gerne Ofengemüse vor. Denn Ofengemüse mit so ein bisschen Olivenöl und Kräutern und sowas, da tritt auch immer so ein bisschen Garflüssigkeit aus. Und da habt ihr dann quasi keine Sorgen, dass irgendwas austritt. Genauso auch sowas wie Würstchen, das sieht man auch hier schön, seht ihr. Hier sieht man, dass ich da die Würstchen liegen hatte. Denn ihr wisst, die Patina, die baut sich ja von Schicht oder von Schicht zu Schicht, von Backen zu Backen auf. Und dementsprechend ist es auch ganz normal, dass die Patina hier am Anfang teilweise so fleckenhaft wirkt. Aber nach und nach zieht sich das in einem durch. Ansonsten gelten hier auch wie alle anderen Stoneware-Produkte alle Handhabungstipps auch, dass wir den Stein zu 2/3 belegen. Das bedeutet, dass man nicht nur hier was hin macht und nur hier was hin macht, sondern dass man das einfach über den Stein verteilt, schön verteilt, damit keine Spannungen entstehen. Und wenn Spannungen entstehen, dann entstehen nämlich auch Risse. Und genauso, wenn ihr den hier in den Backofen schiebt, achtet darauf, dass er nirgendwo im Backofen drankommt und fest ist. Er braucht überall seinen Freiraum. Und was gibt es noch zu sagen? Es ist wie alle Stoneware-Produkte kratz- und schnittfest. Das bedeutet, wenn ihr hier zum Beispiel Pizza oder Flammkuchen drin macht, dann könnt ihr einfach das Pizzarad benutzen und hier schön entlang schneiden und mit dem Kantenschneider alle Kanten abmachen. Das ist nämlich bei allen Produkten mit Rand, eignet sich der Pizzaschneider perfekt. Ansonsten darf die Stoneware auch in die Mikrowelle, in den Gefrier, in den Kühlschrank. Das Einzige, was ihr immer, immer vermeiden solltet, sind Hitzeschocks und Kälteschocks. Immer gleichmäßig alles vorbereiten, damit ihr lange Freude an dem Stein habt. Also ich muss sagen, für mich ist der James einfach der Allrounder, der so vielseitig einsetzbar ist. Und ich muss auch sagen, für jeden, der nicht so richtig weiß, welches Stoneware-Produkt passt so perfekt zu mir, für den kann ich eigentlich immer nur den empfehlen, weil ihr darin so viel zubereiten könnt und auch einfach mal so gucken könnt, wie findet ihr die Stoneware, ist das sowas für mich? Also wirklich super. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zur Stoneware, zu dem James, dann könnt ihr mir das gerne unten in den Kommentaren schreiben. Wer das Ganze ein bisschen privater haben will und nicht öffentlich kommentieren will, kann auch einfach unten in der Infobox, ist meine E-Mail-Adresse verlinkt, da könnt ihr mich einfach anschreiben. Ich helfe euch gerne, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Und falls ihr sagt, yeah, das Produkt brauche ich auch, dann schreibt es mir einfach und ich helfe euch bei der Beratung. Ja, und ich würde sagen, das war's auch schon, ne? Ich freue mich auf das nächste Produktvideo und bis zum nächsten Mal. Tschüss!